Guten Abend, liebe Gäste hier im Zentraltheater in Esslingen am Rossmarkt und liebe Zuschauende zu Hause an den Monitoren. Ich freue mich, heute Abend Norbert Masson begrüßen zu können, Landtagskandidat aus dem Wahlkreis Rastatt. Hallo Norbert. Hallo Jutta. Wie hast du hierher gefunden? Wie war dein Weg so? Er war ganz gut, er war locker zu fahren. Viele LKWs unterwegs, aber es ging ganz gut. Wir wollen uns ja heute über das Thema Mieten unterhalten. Was ist so deine Ansicht dazu? Haben wir preiswerte Wohnungen oder fehlt es da an was? Also allzu preiswerte Wohnungen haben wir wohl nicht. Das ist ein Problem, natürlich in Ballungszentren, ganz klar. Aber auch wenn man in den ländlichen Raum oder auf die Dörfer geht, sind mittlerweile die Mieten relativ hoch. Wenn man es mit den Löhnen vergleicht, gut, bei uns in der Region, im Wahlkreis, gibt es natürlich durch die Industrie relativ gute Löhne. Aber insgesamt, wo gute Löhne sind, sind auch gute Mieten, sprich kaum bezahlbar. Es fehlt Wohnraum, es muss Wohnraum gebaut werden. Ja, jetzt habe ich mal so eine Frage. Wie kann man sich das vorstellen, zum Beispiel auf den Dörfern, würde das langen, zum Beispiel bei einem Ehepaar mit ein oder zwei Kindern, dass eine Person erwerbstätig ist, die andere vielleicht zu Hause bleiben kann, man eine gute Wohnung hat und dennoch auch noch etwas Geld so für die Freizeit, oder wäre das da auch schon knapp? Kann je nachdem eng werden. Mhm. Ja. Wenn einer im Bin schafft, sieht es ein bisschen anders aus. Wenn einer aber, sagen wir mal, in einem mittelständischen Betrieb schafft, dann könnte es auch schon eng werden. Ah ja, weil man denkt sich dann so, ja, in der dörflichen Gegend könnte es schon insgesamt günstiger sein. Vielleicht, weil da nicht so viele Angebote sind, auch wie in der Stadt. Dass man vielleicht da auch noch ein Gärtchen haben kann, wo man sich selber Gemüse zieht, vielleicht auch ein paar Hühner halten kann. Und vielleicht in der Nachbarschaft noch ein bisschen aushelfen, dass man dann insgesamt dann doch günstiger wegkommt und es dann vielleicht langt, dass einer nur arbeitet oder eine. Aber wie wir gerade gehört haben, so ist es auch nicht. Und Neubaugebiete sind auch geplant, also auch in der dörflichen Gegend. Und was denken sich denn so die Leute dort im Gemeinderat oder im Kreistag? Das ist eine gute Frage, was sich die Leute da denken. Bei uns im Dorf, selbst wo ich herkomme, guckt das Thema gerade sehr hoch, weil davon auch der örtliche Fußballverein betroffen ist, der dann sein Stammgelände verliert und umziehen müsste. Aber insgesamt, sagen wir mal, ist da die Lage trotzdem noch irgendwo, bis auf diesen Streitfall, relativ ruhig. Es wird auch ohne Zweifel Einfamilienhäuser geben, dennoch insgesamt fehlt ja im ganzen Kreis Wohnraum. Natürlich in Städten wie Rastatt, Gaggenau und so weiter, da wird gebaut. Da sind es dann auch größere Unternehmen. Vonovia dringt zum Teil auch schon ganz kräftig rein. Okay. Hat auch schon die Fühler ausgestreckt. Ja, ja, natürlich, natürlich. Und da müsste man natürlich schon mal ansetzen. Sprich, man müsste eigentlich hingehen und müsste sagen, wenn ihr bauen wollt, wo kann man Kosten senken? Zum Beispiel beim Bauplatz. Ja. Aber das soll nicht heißen, dass man es jetzt an die Konzerne verschenkt. Ja. Sondern, dass man hingeht und dass man, sagen wir, zum Beispiel in Erpacht Grundstücke vergibt. Genau, dass die gar nicht so zum Spekulationsobjekt werden, die Böden. Oder dass man sagt vielleicht, man verkauft schon auch was, aber mit der Aufgabe dann quasi so und so viele Wohnungen an Leute zu vergeben, die einen Wohnberechtigungsschein haben oder die quasi berentet sind, wo die Rente nicht so hoch ist, die einfach dann noch einen Zuschuss brauchen, auch vom Wohnungsamt, dass da irgendwie ein Schlüssel festgelegt wird. Mhm. Also, ja, du sprichst einen wichtigen Punkt an damit. Sogenannte Sozialbindung muss natürlich vorhanden sein. Wir fordern da als Linke ja, dass 50% bei solchen Bauten mit Sozialbindung gebaut werden, damit eben alle Leute zum Zug kommen. Man darf ja nicht vergessen, in ganz Deutschland ist ja seit dem Wegfall des sozialen Wohnungsbaus gehen Jahr für Jahr noch
100, 200.000 Wohnungen etwa aus der Sozialbindung rausgehen, also verloren für bezahlbares Wohnen. Ja, und da würde ich auch sagen, dass die Berechtigung, die sollte dann auch auf Dauer sein, also nicht auf 15, 20, 25 Jahre, sondern auf Dauer, dass die Leute einfach sicher sind. Weil die gewöhnen sich ja an ihr Umfeld. Und wenn jetzt jemand 40 Jahre alt ist und dann ist er nach 20 Jahren 60 gerade, dann wird er keine Lust haben, aus eigenen Stücken umzuziehen. Meistens jedenfalls. Du sprichst ein großes Wort gelassen aus. Ja, es ist in der Tat so. Ich meine, wenn man jung ist, da zieht man auch leichter um. Ja. Ist richtig. Aber wenn man dann mal so längere Zeit drin gewohnt hat, gerade wenn man dann in Rente geht, man kennt alles, man weiß auch, wo man einigermaßen sich mal Hilfe holen kann, wenn was nicht klappt und so weiter. Wenn man irgendwo komplett neu hinkommt, das verursacht natürlich zusätzlich zu den Umständen auch unter Umständen Kosten, längere Fahrten zum Arzt oder sonst irgendwas, ne? Keine so günstigen Einkaufsmöglichkeiten, wie man es vielleicht gewohnt war. Ja. Kommen alle so Dinge dazu, die den Leuten dann natürlich das Umziehen wesentlich schwerer machen und natürlich, alten Baum verpflanzt man nicht, ne? Ja, natürlich, weil es ist schwer genug, sich so ein Netzwerk aufzubauen, also Nachbarn, Freunde, Bekannte, die einen unterstützen können und das dann nochmal neu, was mit 60, 65, das ist ungleich schwerer. Und man hat vielleicht auch seinen Verein da, wo man gerne hingeht, vielleicht Musikverein oder sonst irgendwas, verliert da auch die Freunde. Ja, das ist schon wichtiges Thema, ja. Das ist richtig. Gerade jetzt in Corona-Zeiten merkt man es ja, was Freunde wert sind. Und auch wenn es unser Ministerpräsident nicht so gerne hört, auf dem Dorf funktioniert es noch, weil die Leute sich trotzdem begegnen. Nicht in den großen Massen, aber sie sichern sich noch gegenseitig sozial ab. Ja, ja, und durch die Kontakte. Und ich denke, vor allem wird es da auch auffallen, wenn ich einen Nachbar zum Beispiel jetzt eine Woche oder 10 Tage nicht sehe, aber von früher gewohnt bin, den mal jeden zweiten, dritten Tag zu sehen, dass ich dann vielleicht mal vorbeigehe und gucke, ist er vielleicht gestürzt oder fehlt sonst irgendwas. Aber wo wir noch bei den Neubauten sind, da sollten ja zum Beispiel auch Familien mehr berücksichtigt werden, die mehr Kinder haben, zum Beispiel 2, 3 Kinder, dass die auch berücksichtigt werden, auch wenn das Einkommen jetzt quasi über Sozialhilfeniveau ist, weil einfach wir eine gute Durchmischung auch brauchen. Also junge Leute, mittleren Alters, ältere Leute, dass die zusammenleben und dass man quasi keine Ghettoisierung betreibt, dass die, die wenig Geld haben, die leben irgendwo am unattraktiven Ende der Stadt und die, die das Geld haben, die sind so an den schönsten Plätzen. Das wollen wir ja nicht. Ja, ja, wir wollen das nicht. Ja. Das ist richtig. Nee, aber das ist auch ein richtiges Stichwort, dass man eine gut strukturierte Gesellschaft vor Ort hat, wo jung und alt vorhanden sind, wo auch unterschiedliche Lebenssituationen vorhanden sind. Der Alleinstehende oder meinetwegen auch die Großfamilie. Ja. Na? Also ich finde da auch immer ganz wichtig, dass es so eine Ansprechperson gibt, so wie ein Hausmeister früher auch, dass der für die Sorgen auch mal da ist. Also wenn ein Nachbar sagt, was weiß ich, mein Nachbar über mir, der trampelt immer so laut und da spielen die Kinder Fußball im Wohnzimmer, dass der vielleicht auch mal kommt und dann mit beiden ein Gespräch führt, dass es gar nicht sich so aufschaukelt, dass man sich dann aus dem Weg geht, dass man sich nicht mehr grüßt. Also das war sogar bei Vonovia früher so, dass die immer Hausmeister hatten, die auch solche Sachen quasi gemacht haben. Aber es wird Geld gespart. Und dann wird an solchen Sachen zuerst gespart. Ja, aber da gibt es ein bisschen einen Unterschied zwischen Dorf und Stadt. In der Stadt kann das durchaus sinnvoll sein. Auf dem Dorf kannst du damit Probleme kriegen. Ah, weil da könntest du eine Art Haus-Sheriff installieren. Und das, also will niemand was unterstellen, aber das Dorf ist da anders strukturiert, ne? Ah, okay. Nee, also so einen Sheriff wollen wir natürlich nicht haben. Genau. Nee, also
muss man vorsichtig sein mit so. Aber wie gesagt, in der Stadt kann es durchaus sinnvoll sein. In größeren Wohneinheiten. Ja. Ohnehin auf jeden Fall. Ich meine, was wir heutzutage haben in großen Wohneinheiten ist ja, beauftragt die Verwaltung irgendwelche Firmen, die dann regelmäßig vorbeigucken, die Heizungswartung machen, sonst irgendwie was weiß ich, im Treppenhaus gucken, gehen noch alle leuchten und so weiter. Sowas in der Art, ne? Ja, also, wenn es viel Luxus ist, vielleicht noch im Winter den Schnee räumen, ne? Aber es ist keiner regelmäßig da. Deswegen kann es ja auch durchaus passieren, dass, zum Glück passiert es nicht zu häufig, aber dass einer, was weiß ich, 3 Monate im Fernsehsessel sitzt, bevor man merkt, der hat 3 Monate die Rente zu lange bekommen. Ja, das ist wirklich also übel. Aber ich habe sogar mal gelesen, dass Vonovia sogar eingerichtet hatte, so einen Begegnungsraum, auch in einem größeren Komplex drinne. Wo einmal in der Woche ein Sozialarbeiter da war, wo die Leute hingehen konnten und wo die Bewohner auch Feste mal feiern konnten. Sowas finde ich also eine ganz gute Idee. Sowas wird mir auch gefallen. Und es ist ja oft auch ein Problem, wie die Müllplätze dann auch aussehen. Ja, dass einfach Müll nebenher geworfen wird. Also ich selber bin auch ein paar Mal gerufen worden bei uns in Ostfildern in der Parksiedlung. Also da ist der Biomüll daneben der Biotonne, also Meter hoch fast angehäuft. Und dann kommen natürlich die anderen Dinge, wie zum Beispiel die Ratten. Ja. Und dann muss der Kammerjäger kommen und so weiter und so fort. Und dann sucht man Schuldigen, ja. Und dann sagt man, die hat da mehr Essen hingeworfen, ich habe alles meins in die Mülltonne rein und jetzt haben wir die Rattenplage und die ist schuld. Also das gibt ganz wirre Sachen dann. Ja, klar. Wie gesagt, das ist größere Wohneinheiten, wie sie vor allen Dingen in Ballungszentren sind, da hast du das Problem und da macht es auch Sinn, dass jemand da ist, der sich drum kümmert, um diese eigentlich normalen Geschichten. Ne? Ja. Wo will man denn bei euch vermehrt neu bauen? Also am Ortsrand, also bei uns in den Städten, da wollen sie immer an der Schiene eigentlich da oder nachverdichten, wo eine Baulücke entsteht, also zum Beispiel ein Gebäude abgerissen wird. Also ich sage es mal von meinem Heimatdorf. Nachverdichten ist da eigentlich weniger die Frage, weil gut, es ist alles Privatbesitz, wenn da was ist. Das Neubaugebiet, was da jetzt geplant ist, das ist auch am Ortsrand. Ne? Ah, was dann aber wahrscheinlich in den nächsten Jahren kommt, wir haben natürlich auch ein paar gemeindeeigene Gebäude, dass da eventuell eines davon abgerissen wird und ein Mehrfamilienhaus hin, also es ist jetzt ein Zwickbau, und dann ein Mehrfamilienhaus hingestellt wird oder so. Ne? Und da ist es zum Beispiel dann so, dass ich durchaus sage, okay, da macht es eigentlich Sinn, sich zu überlegen. Die Gemeinde wird wahrscheinlich hingehen und wird sagen, verkaufen wir, soll irgendeinen Investor machen. Ja. Und da wäre es durchaus sinnvoll zu sagen, okay, wenn es ein Investor macht, Auflage mindestens 50% sollen Sozialbindung haben. Und um Kosten zu drücken, auch, warum nicht in Erbpacht. Ja. Sprich, dass die Gemeinde auch darauf in Jahrzehnten den Rückgriff wieder hat. Ja. Weil es ja mitten in der Ortschaft auch liegt. Ne? Genau. Und was vielleicht auch gut wäre, wenn die Gemeinde sagen würde, zum Beispiel bei städtischen Bediensteten, auch in der Kita, dass eine Wohnung für das Personal vielleicht freigehalten wird, auch zu günstigeren Bedingungen, dass es einen Zuschuss gibt, also direkt von der Stadt dann für diese Wohnung, dass die Beschäftigten auch im Ort selber wohnen können. Wäre auch eine Möglichkeit. Ja, das würde einfach auch mehr motivieren. Mhm. Jetzt hat mir der Olaf gerade eine Frage reingegeben, da sind wir mal gespannt. Führt Sozialbindung nicht zwangsläufig zur Ghettoisierung? Wird gefragt. Wenn man es richtig macht, nicht. Wir hatten es vorhin davon, dass auch auf der Facharbeiterschiene zum Teil Mieten so hoch sind, dass man sie sich nicht leisten kann. Also wenn man da eine gute
Kombination hinkriegt bei den Mieten, bei den Mietern, dann denke ich mal, wird dieses Problem nicht auftauchen. Das ist natürlich auch so ein bisschen, ich habe auch schon gehört, dass das Wort Sozialwohnung nicht so gern gehört wird, weil, weil man damit eigentlich den Bereich ein bisschen ins Negative drückt. Das ist noch so eine alte Vorstellung. Sozialwohnung, das sind die Assis irgendwie. Ja, ja. Ne? Ja, ja. Und das ist ja bei Weitem nicht mehr der Fall. Genau, also ich sehe da auch nicht so das Problem, weil wir ja gerade auch eine Durchmischung wollen. Wir wollen ja keine jetzt Wohngebäude, wo nur quasi Sozialwohnungen sind, sondern wir wollen da auch Leute mit mittlerem Einkommen und Leute mit höherem Einkommen. Wir wollen das ja alles durchmischt haben. Ja. Und da kann niemand sagen, ah, das ist die und die Straße, die und die Hausnummer, da wohnen die Asozialen oder so. Das wollen wir ja gerade nicht. Mhm. Ja. Ja, eben. Und von daher sehe ich da kein Problem. Ja. Wie gesagt, wir hatten es vorhin auch, gerade wegen dem Ding, auch mit Rentnern oder so, die wenig Rente haben, aber die dann Anspruch haben, junge, alleinerziehende Eltern. Ja, ja, sowas. Ja, genau. Also es gibt eine gute Möglichkeit, das auch zu mischen, dass es keine Sozialfälle in dem Gemeinden herkömmlichen Sinn sind. Ja, ja, so sehe ich das auch, ja. Und vielleicht haben auch die Kirchen noch ihre eigenen Grundstücke, die könnten sie ja vielleicht auch anbieten zu Erbbauverträgen. Wäre auch eine Möglichkeit, ja. Das könnte man ja auch mal so anfragen. Wäre sicher auch in ihrem Sinne, familienreiche Kinder, familienreiche Familien zu unterstützen, ja. Weil wer soll das sonst machen, also wenn wir uns nicht alle irgendwie engagieren. Ja, eben. Ja. Sollen wir mal auf das Thema Krankenhäuser kommen? Ja, ja. Weil das hängt ja vielleicht auch so damit zusammen. Also ich meine, wie ist die Wohnsituation auch? Also ich habe gehört, bei euch ist ja geplant, dass man ein Krankenhaus zentralisiert haben möchte und dafür mehrere geschlossen werden sollen. Mhm. Vielleicht kannst du da Näheres dazu sagen. Ja gut, das Mittelbadische Klinikum, das sind ja in der Hauptsache drei Kliniken, Bühl, Baden-Baden, Rastatt. Und da will jetzt, das ist in kommunaler Trägerschaft, also sprich der Kreis Rastatt und die Stadt Baden-Baden. Und die wollen das jetzt zentralisieren. Da soll jetzt am 23., also am nächsten Dienstag, auch die entscheidende Sitzung im Kreistag sein, wo man hinter verschlossenen Türen, muss man so sagen leider, Corona ist für alles gut als Ausrede, den Grundsatzbeschluss machen will, dass es ein Zentralklinikum gibt. Man hat ein Gutachten angefordert, das Gutachten sagt, naja gut, okay, das sind 300, was weiß ich, Millionen, 360, 350 Millionen. Ich streite mich jetzt nicht um ein paar Millionen rüber oder nimmer rum. Das ist aber noch nicht drin. Grundstück, Erschließung, Umweltgutachten und. Alles noch nicht drin. Und dann hat man ein anderes Gutachten erstellt über die bestehenden Kliniken, die ja, obwohl sie schon Preise gekriegt haben für ihre Behandlung, die sind ja trotzdem, sagt man, sind die nicht mehr rentabel, modern genug. Ja, ja. Modern genug, ne? Und wenn man die richtig sanieren wollte, was ja im Betrieb dann auch noch furchtbar schlecht und schwierig ist, ne? Obwohl ich sage, als Elektriker haben wir auch schon im Betrieb mal Krankenhäuser saniert, hat funktioniert, oder zumindest Abteilungen. Oder bei uns auch in Ostfildern wurde Klinikum saniert. Also es kann funktionieren. Ja. Und da sagt man, okay, das kostet dann 400 noch was Millionen. Wenn ich jetzt so das Allgemeine überlege, was kostet, wenn ich sage 350, 400 Millionen für einen Neubau, okay, aber die ganzen anderen Kosten noch dazu. Aber gehen wir mal von dem Geld aus, dann muss ich ja überlegen, in 10 Jahren wird es vielleicht gebaut, dann kann ich gleich grundsätzlich mal 3 nehmen bei solchen Projekten. Ja, da hast du recht, weil es verteuert sich ja alles, ja. So, gleichzeitig habe ich aber die anderen Kosten für die Sanierung ja in der Zeit trotzdem. Denn ich kann ja entweder hingehen, kann sagen, die bestehenden Krankenhäuser werden so lange zwar weiter betrieben,
aber es wird kein Geld mehr reingesteckt. Dann sind sie aber in 10 Jahren, dann sind sie tatsächlich marode. Oder aber ich sage, ich möchte ja auf dem medizinisch anständigen Level halten, dann muss ich das Geld auch reinstecken, dann habe ich doppelte Kosten. Ja. Und ich bin nicht mehr wohnortnah. Sprich, wir hatten, ganz früher war es sogar so, da hatten wir noch im Murgtal hinten, in Vorbach, Krankenhaus. Das ist ja schon vor ein paar Jahren weggefallen. Und die haben jetzt schon ein Problem mit der Fahrzeit. Ne? Gut, sagt man natürlich, ist auch kein Problem, ist ja erstmal der Notarzt da. Ne? Ja klar, aber sagen wir, wenn ich einen Herzinfarkt habe oder einen Schlaganfall, dann kommt der Notarzt, sagt, ja okay, der muss ins Krankenhaus. Sag ich, danke, okay, und wie lange fahrt er mich? Ja. Also wenn ich es noch sagen ja, kann. Ja, ne? Ja, ja. Ja. Also es ist... Manchmal ist wirklich jede Minute... Die Fahrzeiten werden schön gerechnet, dass es bei da um die halbe Stunde rum bleibt. Ne? Ja, und natürlich dann auch keine Witterungsverhältnisse berücksichtigt oder... Richtig. Berufsverkehr berücksichtigt. Ja, also gar nicht. Ist richtig. Und, und bestimmt auch nicht, dass alle mit dem öffentlichen Verkehr in 30 Minuten da sind. Und wenn man überlegt, das neue Krankenhaus, weiß man ja auch noch nicht, ne? Wo es hinkommt. Ja, haben die eigentlich auch Personalwohnungen eingeplant? Oder gibt es jetzt welche für die alten Kliniken? Es gibt schon teilweise in Rastatt ein Schwesternhaus, wo halt auch Schwestern, Schülerinnen und so weiter untergebracht sind. Aber für die ist es natürlich auch ein Problem insgesamt. Ne? Es ist auch interessant, dass die Bettenzahl dabei reduziert wird. Okay. Und das Personal natürlich auch ein bisschen reduziert wird dann nach dem Gutachten. Aber wie die OB, die Bürgermeisterin von Baden-Baden, in einer Online-Geschichte, man hat so Online-Bürgeranhörung, geht ja wegen Corona nicht, macht man ja alles online. Da hat sie das auch vom Stapel gelassen, dass mit weniger Betten und weniger Personal eine höhere Leistungsfähigkeit gegeben ist. Also ich denke, dass das Personal in Krankenhäusern sowieso schon am Anschlag ist und weit über den Anschlag auch schon hinaus. Ja. Und da kann man einfach nicht mehr weiter straffer ziehen, weil dann passieren Fehler, die Leute werden... krank, da hat auch keiner mehr Lust, diesen Beruf zu erlernen, weil wer will schon ein Burnout haben, und es kommt dann irgendwann und man hat dann auch gar keine Zeit mehr für ein persönliches Wort mit den Patienten, das ist ja auch so wichtig, ja. Jetzt gucke ich gerade, jetzt haben wir wieder eine Frage reinbekommen. Warum dann nicht direkt Wohnungen aus öffentlicher Hand, die gewollte Durchmischung ist mit dem freien Markt nicht herbeizuzaubern? Das ist eine gute Frage. Habe ich auch kein Problem damit, wenn es kommunale Wohnungsbaugesellschaften gibt, dass die das machen. Da habe ich auch kein Problem damit. Es ist wahrscheinlich eher ein Problem, die Mehrheiten in den Gemeinderäten oder Kreisräten, je nachdem, wo das angesiedelt ist, zu überzeugen, so eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft aufzuziehen. Weil die sträuben sich ja manchmal mit Händen und Füßen dagegen. Ja klar. Wobei ich sagen muss, zum Beispiel in Ostfildern sind die da schon auch etwas fortschrittlicher, dass auch Wohnungen gekauft oder angemietet werden, die einfach so mal frei werden auf dem freien Markt. Ja? Aber das ist natürlich... die bessere Lösung, nur die haben wir halt nicht von heute auf morgen. Wir müssen ja auch die Zeit überbrücken. Vor allem, wenn ich mir jetzt so Gedanken mache, wenn die Pleitewelle jetzt immer mehr auch zum Vorschein kommt, nicht mehr so im Verborgenen ist, Arbeitsplätze verloren sind, mehr Kurzarbeit da ist und knapp kalkuliert wurde, weil keiner damit gerechnet hat. Ja, die Miete kann nicht mehr gezahlt werden oder die Rate kann nicht mehr gezahlt werden für die Bank, für den Kredit. Da werden wir unheimlich viele Leute bekommen, die gerade so öffentliche Wohnungen dann brauchen, auch zu einem akzeptablen Preis. Und ich frage mich, ja, wie wir das so hinkriegen können. Schwierige Frage. Ja, also ich kann mir nur auch vorstellen,
dass eventuell die Kommune vielleicht selber auch Zuschüsse gibt, aber das Signal und die richtig großen Maßnahmen, die müssen natürlich aus Berlin kommen. Das ist richtig, weil jetzt gerade durch die gegenwärtige Corona-Krise ist es so, dass ja viele Betriebe, und da sind wir ja eigentlich auch schon bei den Einkommen, Mittelständler, die vor dem Ruin stehen. Ja. Ja. Sprich, die haben ihre ganzen Rücklagen alles zum Teil aufgebraucht. Die kommen auch in die Situation, was ist mit meinem Haus? Ich habe jetzt frisch gebaut irgendwo. Ne? Was ist damit? Kann ich das noch weiter bezahlen? Und so von, zumal bei denen die Absicherung noch geringer ist, wie bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Ja, also wir kriegen da eine ganz üble Kettenreaktion. Eben. Und wenn kein Geld da ist, also dass man sich überhaupt noch über Wasser halten kann, wer soll dann auch investieren in neue Maschinen oder neue Technik oder wer soll die Wissenschaft dann auch bezahlen, dass man wieder quasi zu den Ersten gehört mit den neuen Ideen? Wobei ich mir natürlich die nächste Frage auch schon ein bisschen vorstellen kann. Wenn man sagt, der Staat, also sprich Berlin oder Stuttgart, soll helfen. Man sieht es ja an der November-Dezember-Hilfe, ja, wie das geklappt hat oder nicht geklappt hat. Ja, da bin ich auch vorsichtig. Ne? Also da müsste eigentlich mehr kommen noch. Ja, ja. Und was man auch nicht vergessen darf, also ja, es ist halt, ja, es ist ein Bereich, wo tatsächlich was kommen muss von oben und es muss schnell kommen. Die Frage ist natürlich, wie schnell handelt die Regierung? Bisher hat sie nicht schnell gehandelt. Ne? Ja, oder zum Beispiel ein Moratorium, das gesagt wird, Leute, die aufgrund von Corona jetzt in so finanziellen Schwierigkeiten sind, haben weiterhin keine Kündigung zu befürchten für die nächsten 6 Monate, wenn die Lage sich nicht bessert und dass das nochmal verlängert werden kann und dass dann staatliche Gelder eben an die Vermieter fließen und dass die erstmal draußen sind. Richtig. Aus der Schusslinie. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Ja. Ohne Frage. Und ich denke, sowas wäre auch ziemlich schnell zu machen, weil da muss ich jetzt nicht auf die Schnelle neue Gebäude rausstampfen, sondern da kann ich eigentlich ziemlich schnell auf dem Verwaltungsweg das so regeln. Ich meine, was da natürlich dann auch noch drinsteckt, ist die Frage der Finanzierbarkeit. Und da stellt sich ja in der Tat raus, dass wir durchaus auch Gewinner haben von dieser Corona-Krise. Und da sage ich mal, wenn man die großen Konzerne mal gar nicht über Gebühr mit Steuern belastet, sondern dass sie mal endlich die Steuern zahlen, die jeder Klein- und Mittelbetrieb auch zahlen muss. Ja. Dann hätten wir genügend Geld in der Kasse, um da was zu bewegen. Ja, so sehe ich das auch. Ja. Ja. Also das ist auf jeden Fall ungerecht. Ja. Wenn ich meinen Firmensitz einfach so ins Ausland verlegen kann und hier meine Geschäfte mache, ich habe die ganze Infrastruktur hier, ich habe die Leute hier, habe meinen Absatzmarkt hier und dann zahle ich keine Steuern. Ja, ja. Ja. Also da sollen die sich mal was überlegen. Da sollen die sich was überlegen und insofern, sage ich mal, das wird dann tatsächlich eine staatliche Aufgabe, die sich lohnt, angepackt zu werden. Ja, und ich sehe auch, dass viele Studenten und Studentinnen jetzt natürlich auch ihre Nebenjobs verloren haben. Also die vornehmlich auch in der Gastronomie waren oder vielleicht Hilfe für Senioren, die sich das jetzt nicht mehr leisten können. Und die jetzt vielleicht wieder zu den Eltern ziehen müssen oder auf beengten Wohnraum dann sind, wo die WG vielleicht jetzt nicht mehr nur 4 Leute in einer 4-Zimmer-Wohnung sind, sondern vielleicht 6, 7 Leute. Und das hat dann einfach wieder negative Wirkungen auf das, wie ich lernen kann, weil ich brauche dann einfach auch meine Ruhe, ich brauche meinen Rückzugsraum. Ja. Aber bevor ich dann, zum Beispiel wenn ich in Berlin studiere und meine Eltern wohnen irgendwo in München, bevor ich dann ganz von der Uni weg bin und in München bin, dann versuche ich natürlich da zu bleiben und mit mehr Bewohner, Bewohnerinnen da irgendwie klarzukommen. Aber das kann auch nicht die Lösung sein. Ja. Das kann nicht die Lösung sein. Ich meine, das hat man ja in Städten wie München, Berlin ohnehin, dass da schon solche früher wäre es eine große Familie gewesen. Ne? Ja. Heute sind es halt dann aus verschiedenen Familien, die eine neue
Gruppe bilden, aber die ideale Lösung für die Zukunft ist das auch nicht. Ja? Nö, auf keinen Fall. Und ich denke auch bei so Studentenwohnheimen, da muss auch irgendwie ja, eine neue Richtung rein, dass das Ganze attraktiver wird. Also mir fällt da gerade so ein Wohnblock ein in Frankfurt am Main, so Ginnheimer Straße. Da gab es dann ein riesen Hochhaus, total trist, grau alles, ja, für die Studenten auch ohne Balkon und so. Das ist natürlich nicht das, was wir uns heute auch wünschen. Also dass das Ganze irgendwie auch ansprechender gestaltet ist, dass man irgendwie einen Freisitz hat. Da muss ja nicht jeder Einzelne einen haben, aber vielleicht auf der Etage eine Terrasse, wo man sich auch mal treffen kann. Dass man sich auch mal mit seinem Laptop draußen hinsetzen kann in die Sonne und da irgendwas lesen oder wo man vielleicht auch mal zusammen grillen kann. Ja. Also ich habe schon so was Ähnliches mal gesehen in Germersheim. Also ja. Ja, das freut mich. Ja, da hat manche 70er-Jahre-Hotel mehr Charme. ja, das ist echt übel. Und ich glaube auch, wir müssen Bürger und Bürgerinnen mehr beteiligen auch an Ideen. Also ich bin mir sicher, dass viele gute Ideen haben, aber sich das vielleicht nicht trauen auch zu sagen oder das Forum dazu nicht haben. Und dass man dann mal so eine Versammlung einruft und sagt, was denkt ihr dazu? Was könnt ihr euch vorstellen? Ich denke, im gemeinsamen Gespräch und bei solchen Diskussionen, wo man auch zu mehr ist, da fällt einem viel mehr ein, als wenn man so in seinem stillen Kämmerlein vor sich her denkt. Ist meine Meinung so. Das ist richtig. Ich meine, komme ich wieder so ein bisschen aufs Dorf zurück. Ich hätte mir auch gut vorstellen können, gut, im Bebauungsplan ist das Gebiet, was da jetzt vergeben werden soll, das ist schon vor Jahrzehnten irgendwann mal so aufgenommen worden. Ne? Aber ich hätte mir gut vorstellen können, dass man darüber auch eine Bürgerversammlung abhält. Und gerade weil ja dann noch so wie der Fußballverein eine breite gesellschaftliche Geschichte im Dorf betroffen ist, dass man da eine Bürgerversammlung abhält und mal die Bürger fragt, wie sieht es aus und das nicht nur dem Gemeinderat überlässt. Ja, und ich denke, auch dadurch entstehen ganz neue, interessante Kontakte auch nochmal unter den Bürgerinnen und Bürgern. Und dass der Gemeinderat auch merkt, dass er quasi nicht so alles machen kann, was er will und dass er quasi die Belange von der gesamten Bevölkerung eben berücksichtigen muss. Ja. Und dazu gehören eben auch die sozial Schwachen, die sonst nicht so nach vorne treten und die alles nicht so dann Hallo schreien und ich brauche es auch irgendwie. Ja. So sehe ich das auch. Ja. Und was glaubst du, wird ein neuer Chefarzt von dem geplanten Großklinikum sich irgendwie ein ganz großes Einfamilienhaus oder eine Villa bauen lassen? Das weiß ich jetzt nicht, es wäre durchaus möglich, denn die Wahrscheinlichkeit für einen neuen Standort spricht irgendwo auf die Region Baden-Baden. Wobei das noch, wie gesagt, da ist noch gar nichts klar, wo es überhaupt genau hinkommt. Und könnte ich mir gut vorstellen, gut, bin dann in das alte Krankenhaus in Balk oben, da ist ein schönes Gelände am Hang gelegen, da könnt ihr dann schön bauen. Aber gerade Baden-Baden ist doch voller Spielbänke, oder? Und die könnten doch auch mal was abdrücken für sozialen Wohnungsbau. Aber Spielbank in Baden-Baden, das ist jetzt auch ein Problem durch Corona, weil da ist ja jetzt neben dran der Bener Seesaal, das ist Impfzentrum. Ach. Ohne Impfstoff, ein bisschen haben sie. Ja. Ganz gemein will ich ja nicht sein, ein bisschen haben sie. Und da läuft ja auch nichts, ne? Im Moment, aber das kommt sicher wieder. Und die haben ja immer ordentlich Umsatz gemacht. Ja, doch. Und die werden vielleicht auch irgendwie was noch in petto haben. Aber Spielbank, sind wir doch mal ehrlich, da sitzen dann immer die, ist zwar in Baden-Baden, aber da sitzen dann immer die Stuttgarter da und sagen, schön, habt das gemacht. ja, so ist es dann leider. Ja, ja, es ist also ja Stuttgarter, also sprich Landesregierung. Also okay. Ich möchte jetzt niemand beleidigen. Könntest du dir was vorstellen,
So wie wir zum Beispiel jetzt in Esslingen so kleinere Ladengeschäfte haben, die jetzt geschlossen sind aufgrund von Corona, was man da damit machen könnte, wenn man sowas vermieten könnte. Ich meine, unter Umständen wird sich auch mal was als Erdgeschosswohnung eignen. Wenn es passt. Ich meine, es ist natürlich immer auf die bauliche Schiene zu gucken. Ja. Wie sieht es aus? Kann man da was machen? Aber wenn es machbar ist, warum nicht? Also könnt ihr mir vorstellen, dass es gerade auch für Studenten attraktiv wäre oder aber auch für ältere Leute, die quasi ebenerdig rauskommen können? Du sprichst jetzt da gerade was ein, wo mir auch noch eine Idee kommt. Wir hatten ja bis Ende des Jahres und versteckt ist es heute noch vorhanden, denke ich mal, die Geschichte mit den Leiharbeitern und der Unterbringung. Ja. Das wär zum Beispiel eine Geschichte, wenn man diese alten Hütten einigermaßen richtig herrichtet und dann an Studenten oder an ja, Leute, die eine günstige Wohnung brauchen, vermietet. Ja, so sehe ich es auch. Also ich sehe da schon die Gefahr drin, also wenn dann alles verkauft wird, dass dann wirklich akzeptiert wird, dass der Leerstand eben so lange dauert, bis sich's wieder rentiert, teuer zu vermieten oder noch teurer zu verkaufen. Ja. Ich meine, da beißt sich's natürlich auch ein bisschen mit dem Finanzamt. Hast du eine Wohnung? Ja. Dann schreibt das Finanzamt durch die Hintertür ein bisschen vor, was du an Miete zu verlangen hast. Mhm. Weil wenn du zu wenig verlangst, dann kannst du deine Kosten nicht mehr absetzen. Mhm. Die ja trotzdem hast, ne? Wenn du richtig groß Wohnungseigentum hast, dann brauchst du Abschreibungsobjekte. Und dann lohnt sich das mit dem Leerstand. Ah ja. Könnte ich mir gut... Ja, das ist dann quasi die Negativkosten, die du dann absetzen kannst. Ja. Aber jetzt habe ich zum Beispiel gehört von einer Familie, die sich in Ostfildern für ein Haus beworben hat als Mieter, dass der Vermieter gesagt hat, nee, er will da keine Familie drin haben, sondern er möchte da quasi Studenten, Studentinnen oder Arbeiter drin haben, 7 bis 8 in einem Haus von, sagen wir mal, 100 Quadratmeter und die sollen ihm auch das Haus sanieren. Da habe ich erst mal geschluckt, wo ich das gehört habe, ja. Weil da war jetzt nicht weiter die Rede davon, dass die Miete dann dementsprechend günstig ist, ja. Also, dass man dann von den Mietern noch erwartet, dass sie das Haus sanieren. Da war ich irgendwie sprachlos. Ja? Ja, es gibt so Geschichten. Ja. Es ist manchmal weiß man nicht, was man dazu sagen soll. Ne? Nee, allerdings. Du kannst nicht hingehen und kannst sagen, wie viel Miete, wenn du jetzt mit der Miete runtergehen willst, es müssen ja 2/3 der ortsüblichen Vergleichsmiete sein. Mhm. Das Finanzamt. Sonst, da fängt es an, ne? Und Banken kommen dazu, wenn irgendwie Kredite noch laufen oder so, ne? Ja, klar. Aber ist, wie gesagt, es rechnet dir mal aus, du hast eine Wohnung, sagen wir mal 160.000 D-Mark, also noch 80.000 Euro, ne, hat die gekostet. Die ist durch die Bank, die Hälfte ungefähr durch die Bank finanziert, die Hälfte hast du selber irgendwie zusammengespart. Dann ist die nach 15, 20 Jahren sowas abbezahlt. Das vermietest das Ding, weil du sagst, na gut, irgendwann später, wenn ich mal Rentner bin, zieh ich rein. Ne? Vermietest das Ding und sagst, abbezahlt ist er. Mach das für die Selbstkosten. Geht nicht wegen Finanzamt. Okay. Aber was mir jetzt auch gerade so einfällt, es sind ja zum Beispiel jetzt auch gerade die Jugendherbergen leer wegen Corona. Und wir haben auf der anderen Seite viele Obdachlose. Und da kam ja auch von anderen schon die Idee, dass es doch ganz geschickt wäre, wenn so eine Jugendherberge auch angemietet wird und dann für die Obdachlosen bereitgestellt wird. Auf jeden Fall. Also das finde ich auch gut. Also da profitieren ja beide Seiten davon. Ja. Also auch die Leute, die da arbeiten und eben die Obdachlosen. Und es kann da auch eine ganz gute Erfahrung für beide Seiten sein. Ja? Mhm. Oder zum Beispiel auch für Saisonarbeiter, da haben wir ja das gleiche Problem gehabt, ja, bei der Landwirtschaft, dass es auch so Hotspot war mit Corona
Und dass man dann guckt, welches Hotel oder welche Jugendherberge oder Pension in der Nähe hat gerade keine Gäste und kann dann angemietet werden für die Leute, dass die einfach mehr Abstand haben, damit wir nicht wieder das gleiche Geschehen haben wie früher. Mhm. Ich meine, jetzt fängt dann bald auch der Frühling an und dann ist Arbeit angesagt auf den Feldern und es geht bis Herbst und da muss man sich schon auch Gedanken machen, also wie man da weiter vorgehen möchte. Richtig. Ja. Also es wären schon gute Ansätze, wenn man das macht. Es gibt viel Leerstand in Städten und Gemeinden, also ländliche Gemeinden eigentlich weniger, aber in Städten gibt es viel Leerstand, an dem man dran gehen könnte, wo man wirklich gucken müsste, dass da Belegung stattfindet. Ne? Was Ballungszentren anlangt, Mietendeckel, was da eingeführt worden ist, der hat ja erst einmal zu einer Senkung geführt. Aber jetzt gibt es eine ganz neue Berechnung, dass er mittlerweile wieder ein bisschen ansteigt, die Miete, durch zum Beispiel die BNB, die da die Wohnungen in Ballungszentren quasi als Ferienwohnungen vermieten. Ne? Also habe ich ich glaube in der Taz war es gestanden, wenn mich nicht alles täuscht, wieder nicht schlagen, wenn es nicht so ist, 30 Cent pro Quadratmeter, wo sie schon angezogen haben. Und was mir jetzt auch noch einfällt, dass ich von Künstlerinnen gehört habe, dass es ja auch immer einen Mangel gibt an Ateliers. Und da fallen mir diese Läden auch gerade wieder ein. Zum Beispiel jemand, der Metall schweißt. Künstlerisch, der braucht natürlich einen anderen Raum als jetzt jemand, der nur mit Farbe arbeitet. Ja? Richtig. Und dass man dann so gucken kann, welche Wohnung passt oder welcher Laden passt da dazu und wo der Staat auch mehr Unterstützung geben soll für die Künstler, Künstlerinnen, dass die zumindest einen Großteil von dieser Miete übernehmen und das Ganze würde ja auch die Innenstadt wieder beleben. Also wenn da so Künstler dann da sind, das ist interessant für die Leute, dann dürfen die vielleicht mal gucken, wie der so arbeitet, dann würde mal auch was gekauft und die Künstler bewegen sich ja auch drumherum. Und das ganz großes Problem ist ja immer, wenn man Innenstadt beleben will, wenn man zwar Läden in der Innenstadt hat, aber die bieten im Prinzip, sagen wir mal, keine große Abwechslung. Die bieten alles gleiche Zeug mehr oder weniger an. Da wird es tatsächlich Sinn machen, mehr Vielfalt reinzubringen. Mit Künstlern, mit... Ja, oder auch ein Töpferhandwerk. Ja, mit allem. Ne? Also zum Beispiel, dass da jemand ist, der so Töpfereiprodukte herstellt, wo man vielleicht auch mal einen Kurs machen kann, wenn die Zeiten wieder anders sind, wo man sich dann so Unikate kaufen kann. Also das stelle ich mir interessant vor. Wäre auf jeden Fall mal interessant. Ich meine, wo kannst du heute einen Töpferkurs machen? Im Bauhaus. Ne? Aber nicht in der Stadt drin, irgendwo bei einem, der das auch künstlerisch macht. Ne? Klar. Und da sind wir wieder bei dem Thema Mieten. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es da Leute gibt, die das gern machen würden. Ja. Aber ich meine, das ist ja gerade das Thema Mieten in Innenstädten, für Geschäfte oder so, ist ja auch schon ein fast tödliches Thema für die Geschäfte, was die an Mieten zahlen müssen. Ne? Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Ja. Was meinst du, Norbert? Über was könnten wir jetzt noch reden? Oder glaubst du, wir kommen langsam zum Schluss? Wie du möchtest. Also, ich habe noch die ganze Nacht, will ich jetzt nicht sagen. Man will ja auch heimkommen, ne? Aber wenn dir noch was einfällt. Also, jetzt im Moment fällt mir nichts mehr ein. Ich wünsche mir auf jeden Fall bessere Zeiten und dass die da ganz oben auch mal merken, dass es die auch gibt, die unten sind und dass es Menschen sind, die sind genauso viel wert und die muss man jetzt einfach mehr berücksichtigen und die müssen aus ihrem Schatten auch rauskommen und wir müssen ihnen dabei helfen und eben anständig sein und nicht nur quasi an die denken, die mindestens mittleres Einkommen haben oder weiter oben sind. Ja. Ja? So würde ich das mal sagen. Mhm. Hast du noch ein Schlusswort? Na gut, ich hoffe, dass wir die Corona-Geschichte möglichst bald hinter uns haben, auch wenn ich die Befürchtung äußere,
dass es nicht so sein wird und dass vor allen Dingen, auch wenn es mancher nicht gerne hört, die Grundrechte, wie sie in der Verfassung, wie sie in den Menschenrechten definiert sind, voll und ganz ohne jede Einschränkung möglichst bald wieder zurückkommen. Genau, und die Linke, die muss in den Landtag, um Druck von links zu machen. Auf jeden Fall. Und macht euer Kreuz an der richtigen Stelle. Richtig. Danke.